Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich tue heute zwei ungewöhnliche Dinge, nämlich erstens beschäftige ich mich ausschließlich mit dem Gesetzentwurf und zweitens versuche ich mich kurz zu fassen. Unter Nummer 1, lieber Kollege Herrmann, des Gesetzentwurfs machen Sie die Frage auf natürliche versus juristische Personen als Antragsberechtigte im IFG. Mir ist da ehrlich gesagt die Praxisrelevanz nicht wirklich klar geworden, weil letzten Endes es eigentlich auch dem Vorsitzenden eines Vereines beispielsweise zuzumuten ist, auch in seiner Funktion oder in seiner Eigenschaft als natürliche Person einen IFG-Antrag zu stellen, warum es jetzt einen Mehrwert bringt, dass er das sozusagen als Verein einen solchen IFG-Antrag stellt. Mir hat sich das nicht erschlossen. Und lieber Kollege Herrmann, dass Sie hier behaupten, Sie dürften als Abgeordneter keine IFG-Anfragen stellen, das ist ja jetzt auch nicht so. Sie dürfen als Frank Herrmann, der Sie ja auch noch sind, neben Ihrer Abgeordnetenexistenz natürlich jede IFG-Anfrage stellen, die Sie stellen möchten. Zweiter Punkt zu den Daten, die in maschinenlesbarer Form vorliegen. Sofern Daten heute vorliegen, und sie beziehen sich ja ausschließlich auf vorliegende Daten, ist der Antragsteller, die Antragstellerin ja auch frei darin zu wählen, in welcher Form sie die Daten abfragen möchte. Kollege Vandenberg hat das ausführlicher auch dargestellt, wie der Rechtsrahmen durch das E-Government-Gesetz in Nordrhein-Westfalen gestaltet ist, das ja bundesweit vorbildlich ist. Und ergänzend dazu sorgen wir natürlich mit der Open-NRW-Strategie ja auch dafür, dass es auch in Zukunft noch mehr maschinenlesbare Daten geben wird. So, dritter Punkt, da habe ich mich wirklich gewundert, warum das eigentlich aus Ihrer Sicht ein Thema ist, weil ich habe diese Regelung immer so verstanden, dass es eigentlich eher ein Schutz für die Betroffenen sein soll, im Zweifelsfall dann zu klagen, warum man diese Schutzfunktion abbauen soll. So habe ich es verstanden, das kann man dann in der Ausschussdebatte ja noch mal klären. Das hat sich mir nicht erschlossen. Sie haben im Ausschuss die Chance, uns Ihre Punkte ja noch mal darzulegen, aber ich muss denn doch sagen, verfahrensmäßig habe ich mich gewundert, weil, Kollege Herrmann, Sie haben im Innenausschuss bisher immer darauf bestanden, dass wir bei jedem Thema mindestens eine Anhörung durchführen, wenn Sie das reingebracht haben. Sie haben uns da auch völlig unabhängig davon, ob es inhaltlich geboten oder gar im Sinne der Betroffenen war, mit Verfahrensfragen zum Teil wirklich malträtiert. Warum Sie jetzt hier kurz vor Toresschluss noch mal mit einem Gesetzentwurf um die Ecke kommen, von dem Sie wissen, dass er kein ordentliches parlamentarisches Verfahren mehr kriegen kann, das wird Ihr Geheimnis bleiben. Ab damit in den Ausschuss und da diskutieren wir weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.